Los geht's. 2023 ist das Jahr der Katze. Und zwar in? In Vietnam. In Vietnam. Das ist kein Scherz. Und bei uns? Kaum hat uns die Verteidigungsministerin einen guten Rutsch gewünscht. Und der Markus Söder aus Bayern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gesagt. Da meint der Bundestrainer Hansi Flick. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und dann ist es bald auch schon wieder vorbei. Hey, Entschuldigung, nur ganz kurz. Wieso habe ich jetzt ein Katzenkostüm an? Naja, das Jahr ist halt schon scheiße genug. So sehen wir wenigstens einigermaßen süß aus. Hey, wenn das der Gott der Fernsehsatire sieht, da werde ich vom Blitz erschlagen. Nee, ist okay. Alles, was Quote bringt, ist erlaubt. Ich weiß, wovon ich spreche. Weitermachen. Dann sehen Sie jetzt. Frontal präsentiert. Der satirische Jahresrückblick von Bernard Doyer und Andreas Wiemers. Miau. Leute, das Warten hat sich gelohnt. Endlich haben wir eine Bundesregierung, die richtig Laune macht. Und einen Kanzler, der weiß, wo der Bus langfährt. Also beziehungsweise wann der Jet abhebt. Und wie die Schraube gedreht wird. Woanders regieren Opas, bei uns regiert die Ampel. Der Robert. Ja, moin von meiner Seite. Der Olaf. Die Ampel steht. Und der Christian. Jetzt wird's ernst. Aber hallo. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. So viel gute Laune gab's schon lange nicht mehr. Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Ja, und das haben wir vor allem Finanzminister Lindner zu verdanken. Oh, Entschuldigung. Beispielsweise beim Heizungsgesetz. Da distanziert er sich vom eigenen Gesetzentwurf. Er ist noch nicht das, was am Ende vom Bundestag beschlossen werden sollte. Da haut der gelbe Koalitionspartner dem Grünen. Genau. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Da fragen wir doch unsere TV-Expertin Christina Schlag. Was ist das denn für ein merkwürdiges politisches Verhalten? Aus Sicht der politischen Wissenschaften ist das ein ganz normales Phänomen. Die FDP übernimmt hier die Rolle der Opposition. Sie kritisiert die Regierung und macht Gegenvorschläge. Aber die FDP ist doch selbst in der Regierung. Genau. Ja, man kann doch nicht gleichzeitig Regierung und Opposition sein. Doch, genauso wie ich jonglieren kann, während ich mit links den Eiffelturm male. Multitasking. Der Robert Habeck von den Grünen ist so beliebt, weil er seine Politik so gut erklären kann. Wenn die Öl- oder Gasheizung kaputt geht und man sie heile machen kann, kann man sie heile machen. Und wer eine umweltfreundliche Wärmepumpe einbauen will, soll dafür Tausende von Euros Förderung vom Staat bekommen. Was sagen da die Nutznießer? Was ja mal rein kommunikativ eine echte Meisterleistung ist. Genial auch Familienministerin Lisa Paus. Guten Abend. Für die Bekämpfung von Kinderarmut eine richtig gute Idee. Da plant sie 12 Milliarden Euro ein. Da habe ich den Kanzler an meiner Seite. Mit dem Kanzler an ihrer Seite bekommt sie statt der 12 Milliarden nur 2,4. Was zeigt? Also das harte Ringen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Komisch. Da fragen sich jetzt viele, warum? Der Bundesfinanzminister jedenfalls betrachtet. Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Das ist besonders lustig, weil er das sagt, nachdem ihm das Bundesverfassungsgericht bescheinigt hat, seine liebevoll ausgetüftelten Tricks im Bundeshaushalt seien mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig. Wir lernen, bei schwierigen kommunikativen Herausforderungen braucht es einen, der Klartext spricht. Einen wie den Olaf Scholz. Und hier. Hier wird es sogar sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben. Warum sagt er das denn dreimal? Weil der Kanzler vermutet, dass wir sehr, sehr, sehr dumm sind. Wenn er Worte dreimal wiederholt, verstehen wir sie besser. Verstehen wir sie besser. Verstehen wir sie besser. Oh Gott. Ja, wer ruft? Sorry, Sean, okay. Ui. Ah!
Jon Snow, wo steht der Feind? Lord Commander, dort unten, dort kommt Robert Habeck. Dieses Horn ist dafür da, vor Wildlingen zu warnen. Oder vor weißen Wanderern. Ich weiß, aber Robert Habeck ist ja viel schlimmer. Du weißt gar nichts, Jon Snow. Doch, ich weiß, Robert Habeck will mit seinem Heizhammer das Tor zu unserer schwarzen Festung einschlagen. Und dann will er uns zwingen, eine Wärmepumpe einzubauen. Öl und Gas werden doch in den kommenden Jahren immer teurer. Die Regierung bietet uns Geld an, falls wir jetzt schon eine Wärmepumpe einbauen wollen. Also ich sage nur, der Winter naht. Und wenn der Habeck kommt und unsere gute alte Ölheizung rausreißt... Verdammt, Jon Snow, dieses Gesetz, das gilt erstmal nur für Neubauten. Und die schwarze Festung steht hier seit über 8000 Jahren. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben überhaupt keine Ölheizung. Das ist eine fucking Fantasy-Serie. Was ist nun schon wieder? Da unten kommt Cem Özdemir und der will unsere Fleischvorräte vernichten und dann will er uns zwangsveganisieren. Was? Hm. Brüder, zu den Waffen! Bemannt die Mauer! Welche Nachricht stimmt und welche nicht? Sehen Sie hier, bei uns exklusiv. Wirklich wahre Nachrichten, die Sie so noch nie gehört haben. So. Ich bin gespannt. Diese Tischdecke ist pflegeleicht. 30 Grad. Ja. Mhm. Aber sagen Sie, ist die auch bügelfest? Aber ja. Bügeln ist super wichtig. Ohne Bügeln geht gar nichts. Und nicht schleudern, dann geht sie kaputt. Die kriegt die Schwiegermutter. Frisch gebügelt. Seine Majestät, König Charles. Leute, was soll ich sagen? Ich trage die lächerlichen Klamotten von meiner Mutter und Harry Kane spielt bei Bayern München. Was für eine Schande. Guten Abend, meine jungen Amerikaner. Christoph Kolumbus sagte einmal zu mir, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ich kann das bestätigen, ich fühle mich knallfit. Und als Kind habe ich noch lebende Dinosaurier gesehen. Und sag mal, wer ist eigentlich er hier? Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E. Was soll denn das mit dem E in drei Gottes Namen? Was weiß ich? Bin ich Gott? Ja, bist du? Ah, scheiße, stimmt. Frag doch eure Expertin. Oh, ist gerade ungünstig. Wir fragen später nochmal nach. Vielleicht kann der Merz Dinge ohne E einfach nicht leiden. Die kleinen Paschas. Zum Beispiel Paschas. Kein E. Oder dieses andere hier, was die Ukrainer immer machen. Hier. Sozialtourismus? Exakt, kein E. Und ein Migrant, der im Zahnarztstuhl sitzt, obwohl der Asylantrag aussichtslos ist, ja, sehen Sie selbst, oder? Diese Bemerkung schürt rassistische Ressentiments. Na, na, Integrationsbeauftragte Alabali Radovan. Erstens hat Ihr Nachname gar kein E und zweitens... Wenn alles Rassismus ist, ist gar nichts mehr Rassismus und das ist dann rassistisch. Was die Frau Klöckner damit sagen will... Ja, naja, Frau Expertin? Muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Naja, vielleicht will sie sagen, dass in Rassismus kein E vorkommt. Und da? Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen. Genau, Schnappatmung hat auch kein E. Im Gegensatz zu... Brandmauer. Eine Brandmauer zur AfD. Und hinter der steht die gesamte CDU in der... Bundespolitik, der Landespolitik und natürlich auch in der Kommunalpolitik. Wir haben null Brandmauern. Überflüssig wie der Schmutz zu Ostern. Mauern fallen immer. Boah, diese Kommunalpolitiker hat der Merz aber bestimmt zur Ordnung gerufen. Kommunalpolitik ist etwas anders als Landespolitik und Bundespolitik. Stimmt, Kommunalpolitik hat kein E, die anderen zwei schon. Deshalb gilt, Zusammenarbeit mit der AfD gibt es... weder im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland. Ja, wobei, kurz darauf hat im Thüringer Landtag, also quasi in... irgendeinem Landtag in Deutschland. Da hat die CDU einen Antrag mit den Stimmen der AfD durchgebracht. Da musste der Merz natürlich hart durchgreifen.
Wir richten uns nicht danach, wer zustimmt, sondern wir richten uns danach, was wir in der Sache für richtig halten. Okay, aber Sachen, die Sie für richtig halten, gibt es ja auch im Bundestag. Und wenn da dann die Brandmauer, dann... Ist wohl auch egal, oder? Ach, Sie meinen, die Brandmauer-Rhetorik ist eigentlich total egal? Mit E. Ja, ja, egal. Mit E. Und wo wir schon dabei sind, kommen hier 5 wichtige Informationen zum Thema Flucht, die Sie so noch nicht gehört haben. Erstens, ein weit verbreiteter Irrtum besagt, beim Thema Flucht ginge es um Menschen. Beispielsweise um Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Das ist falsch. Es geht um Zahlen und... Die Zahlen müssen runter. Migrationsforscher Merz von der CDU meint hier... Nein, nicht die Ertrunkenen im Mittelmeer. Er meint die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen wollen. Grund dafür sind die sogenannten... Pull-Faktoren. Pull-Faktor. 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 Das ist Punkt 2. Pull-Faktor. Kennt ihr nicht? Kein Problem. Erklären wir euch. Der Pull-Faktor ist in der Migrationsdebatte ein Schlüsselbegriff. Er bezeichnet den Anreiz für Politiker, mit verkappt fremdenfeindlichen Sprüchen ängstliche Wähler zu sich herüberzuziehen. Ziehen, to pull, das ist Englisch. Eine richtig gute Idee, Punkt 3, sind Migrationsabkommen. Dabei geht es um Deals mit ärmeren Ländern. Die Einwanderung für Fachkräfte wird erleichtert, dafür nimmt das Land illegale Einwanderer wieder zurück. Dafür haben unser Bundeskanzler in Nigeria und unsere Innenministerin in Marokko schon Werbung gemacht. Das ist schlau. Kein Scherz. Ja, das ist so. Das ist einfach schlau. Viertens. Migrationspolitik kann auch Spaß machen. Zum Beispiel mit dem Deutschlandpakt. Ein Gesellschaftsspiel für die ganze Parteifamilie. Wer einmal Deutschlandpakt sagt, darf jeweils ein Feld vorziehen. Deutschlandpakt. 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 Deutschlandpakt ist... Deutschlandpakt. 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 Wer einmal sagt, es ist nicht die Zeit für Parteipolitik, bekommt zur Belohnung so um die 2 Prozentpunkte Wählerstimmen von den Grünen und hat gewonnen. Richtiges Timing, Punkt 5, ist beim Thema Flucht die halbe Miete. Im November beispielsweise haben sich Bund und Länder auf einen Plan zum Umgang mit Flüchtlingen geeinigt. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Das war ein halbes Jahr nach dem historischen Moment, an dem der Kanzler an der gleichen Stelle saß und sagte: Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben und da ist jetzt der Abend, also können wir ihn loben. Und nach dem Abend ist ein halbes Jahr lang nichts passiert. Klar, man kann das lahmarschig nennen. Aber hey, Migrationsbewegungen gibt es schon seit vor der Steinzeit. Da kommt es auf ein paar Monate mehr oder weniger auch nicht drauf an. Guck, wieder was gelernt. Waren es wirklich nur die Beknackten, die das mit den Fakten verkackten? Klimawandel als vorübergehende Erscheinung. Antisemitismus auch nur eine Meinung. Corona, die ganz große Verschwörung. Und widerspricht wer? Ha, Empörung. Eine Gesellschaft stets bereit zur Maximalerregung. Verdanken wir das nur der populistischen Bewegung? Sicher, erzählt die bevorzugt Quatsch. Und untergräbt im Meinungsmatsch grob, aber gewissenhaft Fakten und die Wissenschaft. Doch müsste uns das so bekümmern, würden andere es nicht verschlimmern. Längst gehören zum Kreise der Philister Journalisten, Politiker, sogar Minister. Die sich im Widerstand gegen da oben sehen, mit dem Scheiß auch noch auf Bühnen gehen. Und die behaupten dann noch unverhohlen mit diesen Parolen die schweigende Mehrheit abzuholen. Auch die sogenannte Mitte greift sinister und beherzt zum Quatschkanister. Das Auto ist fürs Klima besser als die Schiene. Bei Migration geht es um Arzttermine. Nur die größten Lumpen verkaufen einem Wärmepumpen. Verzichtet einer auf das Fleisch der Kuh, zwingt sie demnächst das ganze Land dazu. Überhaupt wird sich dieses Land total verändern, wenn Einzelne in Fernsehsendern gendern. Derlei Unfug kommt ja nicht nur von den Rändern. Einfach Mist zu erzählen, in der Hoffnung, niemand wird noch die Nazis wählen? Das funktioniert so semi, beziehungsweise eh nie. Man kann Feuer mit Feuer bekämpfen. Populismus, aber nicht mit Populismus dämpfen. Um es zum Schluss noch klar zu sagen: Streit bereitet uns kein Unbehagen. Gerne erbittert bis zum letzten Argument, doch auf solidem Fundament. Studien, Daten, Zahlen, Fakten. Überlassen wir das Zündeln den Beknackten. Männer regieren die Welt. Ist so. Und dabei gibt's ganz schön viele Idioten. Solche wie den spanischen Fußballboss Luis Rubiales, der sich beherzt an die Eier fasst, obwohl er fast direkt neben seiner Königin steht.
Genau, der Rubiales, der die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst hat. Ich trete nicht zurück. Ich trete nicht zurück. Ich trete nicht zurück. Du findest sie überall. Auf dem Sofa, in der U-Bahn, im Kino, in der Chefetage. Einfach überall hängen sie rum mit ihren demonstrativ dicken Eiern. Mann, das nervt. Und hier kommt Katja Sanders, Deutschlands innovativste Geschäftsfrau und Feministin. Sie meint, man muss die Kerle nur bei ihren... Genau. Katja hat ein neues Label erfunden. Maßgeschneidert für Männer, die meinen, sie hätten... Die Marke kommt super an. Ja. Wahnsinn. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Aus Sicht von Katja hat die Marke nur Vorteile. Vorteil 1. Man kann Arschlöcher jetzt schon von Weitem erkennen. Vorteil 2. Ich werde reich. Was kostet das? 1000 Euro. Was? Bist du kein Mann oder was? Innerhalb kürzester Zeit hat Katja schon Millionen kassiert. Und das ist erst der Anfang. Als nächsten Schritt unserer Marketingstrategie haben wir unsere Produktpalette erweitert. Also die dicke Eier-Edition gibt es jetzt auch als Feuerzeug, Schlüsselanhänger, Gürtelschnalle und als Motorroller. Wie geil ist das denn? Ich habe mich noch nie so männlich gefühlt. Und es kommen immer neue Produkte dazu. Es gibt Autos, es gibt Yachten und natürlich dicke Eier Business Jets. Chef, ja? Elon Musk ist dran. Okay, vielen Dank. Hi, Elon. Klar, deine Rakete ist fertig. Du musst nur auf den Startbutton drücken. Siehst du? Läuft. Wirklich wahre Nachrichten, die Sie so noch nie gehört haben. Ich begrüße Sie alle zum großen Zungenbrecher-Wettbewerb. Mit Verlaub werde ich nun beginnen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt frisches Fitz. Frische Fische fischt frisches Fritz. Frische Fische, Mist, kann ich nochmal? Jetzt ich. Fischers Fritz frischt frische Frische. Fische frische, fischt frisches. Ja, gut, so ähnlich, ne? Aber ich sehe ja auch gerade nicht so gut. Frische Fische fischt Fritz. So ist es korrekt. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt der Typ, die krieg ich dann alle, weil ich hab Hunger. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Das habe ich sehr, sehr gut gemacht. Apropos Dinge richtig gut machen. Wie geht man richtig gut mit den Klimaprotesten um? Fragen wir unsere Klimaexpertin Christina Schlag. Nun, aus Sicht der Wissenschaft ist die Sachlage hier ganz eindeutig. 2 Wochen Jugendknast für diese Kackbratzen. Und zwar ohne die Möglichkeit zum Kleberschnüffeln. Das sagt die Wissenschaft? Aber hallo, wegen dieser Klebstoffterroristen stand ich heute Morgen 2 Stunden mit meinem SUV im Stau. Dabei wollte ich nur zum Bäcker um die Ecke. Und deshalb sagt die Wissenschaft jetzt, wegschließen, diese Psychopathen! Na, jetzt reden wir doch erstmal mit Ihnen. Könnten wir bitte mal 2 Jugendliche haben? Na bitte, hallo Jugendliche. Hallo! Ihr macht euch Sorgen ums Klima? Ist der Papst katholisch? Müsst ihr immer fragen. Dank Kardinal Wölki kommt man bei den Austritten ja kaum noch nach. Ja, das war doch ironisch gemeint. Ja, Ironie im Fernsehen ganz schlecht. Das funktioniert nie. Egal. Jedenfalls müsst ihr euch keine Sorgen machen. Schließlich haben wir... An keiner einzigen Stelle haben wir sinnvoll die Klimaschutzziele erreicht. Hä? Ja, jetzt guckt nicht so. Der Christian Dürr von der FDP meint doch nur, dass jetzt die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Welche Maßnahmen sollen das denn sein? Wir brauchen 5 bis 6 Windkraftanlagen an Land pro Tag. 4 bis 5 Windräder. So um die 5. 5 bis 6 pro Tag. Mehr als 5, 4 bis 5 pro Tag. Und? Wie läuft das so? Ja, 2022 hatten wir immerhin 1,5. Und wir haben ja auch noch unser schönes Klimaschutzgesetz von 2019.
Da wurde für verschiedene Sektoren festgelegt, wie viele Tonnen CO2 sie noch ausstoßen dürfen. Verfehlen die Sektoren das Ziel, muss der zuständige Minister ein Sofortprogramm vorlegen. Ja, das klingt doch ganz vernünftig. In der Theorie aber. Es gab eine politische Realität, die sich nicht immer an das Gesetz gehalten hat. Stimmt, der Minister Wissing hat kein Sofortprogramm gemacht, obwohl sein Verkehrssektor die Ziele krachend verfehlt hat. Und die Regierung hat deshalb beschlossen, das Klimaschutzgesetz in diesem Punkt konzeptionell zu verändern. In welchem Punkt? Ja, pass auf. Der Wissing ist künftig nicht mehr allein verantwortlich, sondern... Wir sorgen dafür, dass die Sektoren sich gegenseitig helfen können. Ist das nicht eine tolle Idee? Die Frage reiche ich mal weiter an den Expertenrat der Bundesregierung. Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich auf einem guten Weg sind. Ja, konkret mag das stimmen, aber Klimaschutz ist nun mal... Abstrakt gut, konkret nicht. Konkret miserabel. Aber das ist doch Kacke! Ja, ja, aber so sieht's aus. Das war jetzt aber schon ganz schön anspruchsvoll. Geht's nicht ein bisschen simpler, mehr so volkstümlich? Ja, klar. Wie wär's mit Bayern? In einem wunderschönen Land lebte einmal ein großer König. Das Land hieß Bayern und der König hieß Markus. Jeden Tag, gleich nach dem Aufstehen, sagte König Markus: In Bayern ist alles besser. Der König war bei seinen Untertanen unheimlich beliebt. Aber er war leider auch unheimlich vergesslich. Alles Mögliche, was ihm durch den Kopf ging, hatte er am nächsten Tag schon wieder vergessen. Oje, oje, oje. Oje, oje. So ging das Tag ein, Tag aus. Und so beschloss das Volk der Bayern, dem großen König Markus, noch einen kleinen König, den Hubert, zur Seite zu stellen. Ich grüße Sie, guten Morgen. Dummerweise war der kleine König aber genauso vergesslich wie sein Chef. Das kam raus bei der Sache mit dem Zettel von früher. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Ein Pamphlet in der Schultasche. Und was da drin stand, das war... ekelig, widerwärtig, menschenverachtend und absoluter Nazi-Jargon. Hallo? War der kleine König früher mal ein kleiner Nazi? Das geht ja wohl gar nicht. Hab's gesagt, Hubert, was hast du denn da wieder gemacht? Ja? Da wurde der König ganz streng. Alle Zweifel müssen ausgeräumt werden. Aber ihr ahnt es schon, erst vergisst der Hubert, die Zweifel auszuräumen. Und dann vergisst der Markus, dass er das mal gefordert hat. Und wegen der ganzen Vergesslichkeit, da wäre am Schluss... eine Entlassung aus dem Amt, aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. So ging das Tag ein, Tag aus im Königreich Bayern. Denn Bayern ist, ihr wisst schon... Bayern ist Deutschlands Märchenland, in Bayern ist alles besser und... wenn sie nicht gestorben sind, dann ist es auch egal, dann haben sie es vergessen. Barbie World hat jetzt ein Ökoministerium. Wie cool! Ja, voll! Da drin kann Robert Habi Habeck in Ruhe ganz viele grüne Pläne machen. Und guck mal, Staatssekretär Greichy wohnt auch hier. Der kann Habi helfen. Super! Greichys Verwandte und sein Trauzeuge machen auch mit. Kein Problem! Nee, warum auch? Die grünen Pläne müssen ja fertig werden. Oh nein! Irgendjemand hat halbfertige Heizgesetzpläne in die echte Welt geschickt. Vielleicht war es Habis Freund Christian Lindner. Oh, Schreck! Ja, keine Sorge. Ein Gericht hat Habi 60 Milliarden für seine Ökopläne weggenommen. Deshalb muss er sowieso mal in aller Ruhe mit Chris sprechen, wo das Geld jetzt herkommen soll. Energiewende in Habi World. Gut, dass es nur ein Spiel ist. Und wenn dir Habi zu langweilig wird, spiel einfach Weltreise mit Barbie und ihrem kaputten Regierungsflieger. Oh. Nochmal kurz zurück zum Thema Klimawandel. Die Bundesregierung hat die Schäden durch Extremwetter infolge der Erderwärmung schätzen lassen. Laut dieser Studie könnten sich die Kosten bis 2050 auf 900 Milliarden Euro aufsummieren. Hat der gerade 900 Milliarden gesagt? Ja, 900 Milliarden. Oder wie der Boris Pistorius sagen würde, 9 Sondervermögen Bundeswehr. Wir könnten damit aber auch 10-mal das Schienennetz der Bahn sanieren.
Oder allen Deutschen eine Bahncard 100 für die zweite Klasse kaufen. Und eine für die erste Klasse. Plus 64 mal den Linseneintopf im Bordrestaurant. Solange der Vorrat reicht. Mit 900 Milliarden könnten wir die kaputten Regierungsflieger durch vier nagelneue A350 ersetzen. Also vier für jeden Bundestagsabgeordneten. Die Berliner Polizei könnte ihre Hubschrauber noch gut 50.000 Jahre lang rund um die Uhr nach Löwen suchen lassen. Oder im Fanshop 32 Milliarden T-Shirts mit Trumps Verbrecherfoto kaufen. Für 900 Milliarden könnten die Bayern noch 7.500 Mal Harry Kane kaufen. Apropos Briten, die könnten ihren Charles noch 11 Jahre lang täglich krönen. Und zwar morgens und abends. Und der Robert Habeck könnte damit in die Hälfte aller deutschen Wohngebäude eine Wärmepumpe einbauen lassen. In die andere Hälfte auch. Und in die dritte Hälfte. Ja. Und das sind nur mal ein paar Beispiele, was wir mit 900 Milliarden machen könnten, wenn wir nicht die Folgen des Klimawandels bezahlen müssten. Und nun ein kurzer Einschub. Putins Krieg in der Ukraine geht immer weiter. Die ukrainische Gegenoffensive ist stecken geblieben. Ein Grabenkrieg in Europa gut ein Jahrhundert nach Verdun. Im Westen wird die Unterstützung immer häufiger zum Spielball der Parteipolitik, während der Aggressor immer neue Soldaten rekrutiert, nicht selten sogar Häftlinge. Putin kann warten und vertraut darauf, dass die Aufmerksamkeit für das Sterben in der Ukraine nachlässt. So wie nach dem 7. Oktober, an dem die Hamas den schlimmsten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust verübt hat. Entsetzen und Trauer, erst in Israel, bald darauf auch im Gazastreifen. Und bei uns gibt es Arschlöcher, die das auch noch feiern, die das Grauen nutzen, um entweder ihren Antisemitismus oder ihre Islamophobie auszuleben. Beides menschenverachtend und überhaupt nicht lustig. Ende des Einschubs. Apropos Islamophobie, wenn man beispielsweise liest: Free West, fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Da könnte man sich fragen: Was sind es denn für Sätze? Naja, Herr Matthias Döpfner, oberster Oberchefboss vom Axel Springer Verlag. Witzigerweise stammt der Satz, Trommelwirbel, von Ihnen. Aus Textnachrichten, Mails etc., die die Zeit samt Rechtschreibfehlern veröffentlicht hat. In denen ging es auch nicht nur um den Islam, sondern um alle Bereiche des menschlichen Lebens. Und außer beim Islam orientiert sich Döpfner strikt an Friedrich dem Großen. Lebensstil, was Ficken und solche Sachen betrifft, Fritz II. Jeder soll nach seiner Fasson. Oder Fasson? Aber hallo. Gut, der Fasson vom Bild-Chefredakteur Julian Reichelt entsprach es, Sex mit Mitarbeiterinnen zu haben. Und den musste Döpfner schlussendlich feuern. Aber das war rein geschäftlich. Persönlich und was unsere gemeinsame Weltsicht betrifft, fühle ich mich dir nach wie vor sehr verbunden. Eine gemeinsame Weltsicht. Vor der Bundestagswahl 2021 konnte der Döpfner deshalb auch gute Tipps geben. Zitat: Kann man noch mehr für die FDP machen? Please, stärke die FDP! Was ja keine Beeinflussung der Redaktion ist. Die Schlagzeilen über Lindner und Kulbiki, die waren bestimmt lange geplant. Und überhaupt, viele würden sagen, private Nachrichten zu veröffentlichen. Das ist falsch, es ist völlig falsch. Genau, das würden Döpfners Zeitung nie machen. Es sei denn, es geht um ehemalige Fußballweltmeister und nackte Frauen. Und falls Sie hoffen, bei Springer ändere sich jetzt was, Das ist absolut realitätsfremd, das ist naiv. Na dann, Friede sei mit dir. Hey, Schwiegersohn, du bist spät dran. Die Leiche von Sammy Carpaccio sollte längst außerhalb der Stadt sein. Sorry, ich war noch beim Pilates. Ich achte jetzt mehr auf meine Work-Life-Balance. Noch so ein Spruch und du kannst dein Pilates unten bei den Fischen machen. Du hast hier nur drei Möglichkeiten, deinen Job zu erledigen. Auf die richtige Art, auf die falsche Art oder auf meine Art. Sei mal froh, dass ich überhaupt hier bin. Ich arbeite eigentlich nur noch halbtags. Immer nur mal lochen. Und kaum gehst du in Rente, kriegst du einen Herzinfarkt, da habe ich keinen Bock drauf. Naja, Herzinfarkt ist in unserer Branche eine eher seltene Todesart. Oder, Jungs? Ja, Chef. Na, schlimm genug? Mach mal 4-Tage-Woche. Denk mal drüber nach. 4-Tage-Woche, ja, das ist gut für mich. Aber ich plane jetzt erstmal Elternzeit. Barbene, Chef? Ja, nix, Barbene! Wir haben Fachkräftemangel! Bei der Schießerei am Valentinstag, da kam die Hälfte meiner Jungs von der Zeitarbeitsfirma und die andere Hälfte saß im Homeoffice. Was ist denn so schlimm an einem geregelten Berufsleben?
Hier geht die ganze organisierte Kriminalität den Bach runter, nur weil ihr alle ständig am Chillen seid. Oh, schon so spät? Mist, ich muss noch zum Elternabend. Sorry, Leute, man sieht sich. Wie kriegen wir jetzt die Leiche hier weg? Chef, ich habe ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Scheiße, ehrlich, Work-Life-Balance, wenn ich diesen Dreck schon höre. Mann, ich kann so nie arbeiten. Echt, das geht einfach nicht. Das war früher alles besser. Wirklich wahre Nachrichten, die Sie so noch nie gehört haben. Los, Hände komm. Quetschen. Zieh, Verbeine. Komm her. Auf geht's. Loser. Ich zerquetsche deine Pranke wie einen matschigen, dicken Kürbis. Schau, wie schwach er ist. Er ist sehr schwach. Fast geschafft. Gleich gibt er auf. Gib auf. Ich geb auf. Gewonnen. Das wäre geklärt. Aber es sind ja auch so noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, ob der Bundeskanzler irgendwann mal aufhören wird, unangenehme Fragen wegzulachen. Das ist jetzt... Ja, was? Ja, was ist das jetzt? Die Frage könnte ich beantworten, mache ich aber nicht. Fragen wir halt die Clara Geiwitz, ob wir das mit den 400.000 neuen Wohnungen auch 2024 vergeigen. Aber dafür wird die Kindergrundsicherung von Familienministerin Paus doch bestimmt ein Riesenerfolg. Frau Wagenknecht, werden Sie Ihrer neuen Partei weniger auf den Sack gehen als der alten? Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Naja, wir hoffen ja auch, dass die FDP und die Grünen von Umweltministerin Lemke irgendwann mal vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nö. Okay, vielleicht wird es ja erträglicher, wenn wir demnächst kiffen dürfen. Herr Lauterbach? Die schnelle Antwort ist ganz klar nein. Schade. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. So ein ganzes Jahr vorbei. Da müssen Sie aber gar nicht traurig sein, weil... Kommt ja auch wieder ein neues Jahr. Und Sie wissen ja... Irgendwas ist immer. Miau.